Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario 64. Ja, im letzten Part haben wir den fünften Kurs bereits erfolgreich abgeschlossen mit fast allen Sternen. Es fehlt nur noch der letzte. Allerdings haben wir da leider noch nicht die nötige Fähigkeit dazu, um den zu holen. Ja, und heute geht's weiter endlich, muss man sagen, endlich mit dem Schlüssel durch die nächste große Tür. Ja, nicht wundern, wenn die schon offen ist. Ich habe die versehentlich schon, oder versehentlich, ich habe sie schon aktiviert. Leider, weil ich gerade beim Aufnehmen wieder mal gefailt habe. Aber ja. Der Schlüssel führt uns hier in die nächsten Weltner. Ja, wir könnten, glaube ich, sogar jetzt schon bereits den nächsten Bosskampf machen, aber nö. So eilig haben wir es ja zum Glück gar nicht. Lol, hier ist sogar jetzt schon der Hase. Ja, es kommt natürlich drauf an, wann man hier runterkommt. Ich meine, wenn man es so wie ich gerade macht und schon 34 Sterne hat, dann ist es natürlich so eine Geschichte. Ich glaube, da ist schon einiges mehr freigeschaltet. Ich meine, ich glaube, da kam ja im letzten Part bereits eine Message, ob wir das und das schon erfüllt haben. Ja, soll egal sein. Ja, und welche Welt nehmen wir uns heute vor? Wir nehmen uns das große Feuerporträt hier vor. Und zwar in den siebten Kurs, die Lava-Lagune. Werfe Big Bully in die Lava. Warum die als nächstes? Einfach, weil ich Bock habe, sagen wir es so. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen, sonst steigt die Temperatur. Mhm. Ja, die Welt selbst ist gar nicht allzu groß, aber... Fuck. Natürlich gefährlich. Einfach aus dem Grund, weil wir hier... Nein, nicht schon wieder runterfallen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier Feuer haben, sehr viel. Ja, und die Gegner hier kommen hier tatsächlich auch das erste Mal vor. Ja, genau, und die hauen wir gleich direkt ein aufs Maul. Nee, sicher nicht. Also ich würde schon gerne mehr als 2 Meter kommen, bevor ich verrecke. Ach, die geben mir Sack, ey. Das Problem ist, der erste Stern besteht darin, einen von denen zu besiegen. Okay, ich hau lieber mal ganz schnell ab. Ich bin down. Ach Mann. Ja, in jeder Ecke kannst du einfach direkt sterben. Ich glaube, das ist das Schwierigste hier an dem Kurs. Ja, werfe Big Bully in die Lava. Was habe ich gemacht? Richtig, ich habe mich selbst in die Lava geworfen. Ich Spezialist. Ein weiterer Beweis, dass ich die Steuerung noch immer nicht ganz gut beherrsche. So, ich probiere den jetzt trotzdem einfach mal zu hitten. Er hittet mich jetzt schon wieder. Ich mache das jetzt lieber mit Nee, schon wieder! Schaut euch das an! Ich bin chancenlos! Okay, wenigstens habe ich das jetzt geschafft. Ich muss mir irgendeine Strategie einfallen lassen. Gut, da unten ist wenigstens alles safe, das passt schon mal. Stimmt, die roten Münzen-Mission ist hier dafür relativ einfach. Ich glaube auch, die 100 Münzen sind nicht unbedingt das größte Problem. Eher der ansteigende Lava-Pegel hier. Ja, ich glaube, das sind die alle, oder? Ja, stimmt, die alle 8 roten Münzen sind hier gleich direkt aufgelistet. Also man muss da jetzt nichts irgendwie suchen. Das ist halt wirklich einer der einfachsten. Jetzt bin ich ja schon wieder durchgepackt. Ja, und wo ist dieser Big Bully, den wir besiegen müssen? Hier ist er. Ich hoffe, der große ist ein bisschen einfacher. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Alter, beim Großen habe ich keine Probleme, aber bei den Kleinen natürlich kacke ich komplett ab. Das Problem ist, das müssen wir jetzt leider noch öftere Male machen. Also das war keineswegs der einzige Kampf. Gut, ersten Stern haben wir. Ich schau kurz mal bei mir, ob der Ton passt, während wir die Animation hier haben. Ja, das sieht gut aus. Ey, 19 Münzen jetzt schon für den kurzen Weg. Ja, vielleicht, wenn ich alle Sterne heute sammeln sollte hier. Ich glaube sogar, dass alle möglich sind. Werfe die Bullis in die Lava. Ja, jetzt wird schon höher. Dann werde ich, glaube ich, die 100 Münzen heute auch gleich direkt dranhängen. Ich meine, der Kurs ist halt wirklich übersichtlich, muss man auch sagen. Eben weil nicht so viele Möglichkeiten sind. Gut, dann rasen wir da ganz kurz mal durch. Die Münzen dort unten übrigens bei der Brücke weisen auch darauf hin, dass ich da irgendwie hinkomme. Ich muss nur gucken, wie. Weil natürlich wird je nach Kurs die ganze Geschichte mit den Münzen auch schwer. Ach komm, als ob ich da runtergefallen bin. Halt's Maul. Schnell da hoch. So, warte. Nein, bitte, warte auf mich. Nein! Bleib da oben, bitte. Bleib da oben. Okay, passt. Nein! So haben wir nicht gewettet. Du Schwanz! Okay, er ist tot aber. Der eine ist tot. Er ist runtergefallen einfach. Die nächste Aufgabe ist nämlich das hier.
Das ist doch ein Joke. Kommst du bitte nochmal her? Okay, die Kleinen fliegen natürlich ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist es... Mann, ich krieg hier gleich einen Heulkrampf. Ich bin schon wieder unten. Ja, kannst du bitte wieder runterlaufen wie dein einer Kollege? Jetzt aber. Nicht! Weil jetzt kriegt er Hilfe noch von seinen Kumpanen. Ja genau, jetzt wäre ich gedoppelt gleich. Ja, gut. Ja, komm. Gut, den habe ich. Jetzt fehlst nur noch du. So, jetzt aber, ich hab dich und bam! Gott sei Dank. Leute, da kommt noch ein großer! Der ist aber ein bisschen auf Heißbier auch noch. Ja, übertreib halt. Dich hau ich schnellstmöglich da runter. Wenn du jetzt da drauf landest, das würde ich auch meinen, okay. Alter! Die Kleine, die triffst du einfach mal gar nicht. Werfe die Bulle in die Lava, gut. Das war die Nummer 2. Gab's da noch irgendwas mit Kämpfen? Ich weiß es gerade nicht. Finde die 8 roten Münzen. Okay, gut. Ey, die Aufgabe ist, wie gesagt, schon ein bisschen lächerlich. Also finden kann man davon hier ja gar nicht reden. Weil die sind alle eben an einer Position, wo wir bereits zweimal jetzt vorbeigelaufen sind. Deswegen, ich flitze da ganz schnell durch. Ich will gerade nur überlegen. Während sich der Bowser hier sortiert. Wenn der nämlich fertig ist. Wartet. Ich glaube, das sollte jetzt gleich der Fall sein. Okay, gerade dauert es ein bisschen länger. Ich muss aufpassen. Okay, der ist gerade komplett durcheinander. Warum packt das so? Man sieht da gar nicht, was sich als nächstes bewegt. Gut, Stern habe ich. Nein, nicht runterfallen, bitte nicht. Mach mir jetzt nicht den Gefallen. Genau, wenn sich das hier nämlich erledigt hat, dann würden hier auch ein paar Münzen rausspringen. Auch die können wir natürlich gut gebrauchen. Das waren jetzt 26. Nur dahin laufen und die roten Münzen sammeln. Ja, ich muss natürlich auch mal einfachere Aufgaben geben, auch von den roten Münzen her. So, tanze auf den Baumstamm. Oh nö. Oh no, oh no, oh no. Ich glaube, das wären jetzt ein paar Tests wert, ne? Weil ihr kennt mein Geschick mit der Steuerung. Deswegen, hier ist nämlich jetzt viel Präzision gefragt. Ja, das war schon mal die erste Ansage mit Präzision. Also da hinten war das mit dem Baumstamm, wo ich hin muss. Hier hatten wir... Ah, hier bin ich wieder am Anfang. Macht es wirklich Sinn, jetzt in den Vulkan zu springen? Ich glaube, ich muss aber, wenn ich die 100 Münzen haben will. Vor allem dann... Ja gut, ich schau mal. Ich muss erstmal taktieren. Passt, ich bin drin. Gut, dann ziehen wir den Stern hier kurz mal vor. Oder die 2 Sterne. Ja, hier sind auf alle Fälle Münzen. Ich dachte eigentlich, dass der 100er ein bisschen einfacher wäre. Gut, hier ein bisschen Vorsicht. Ich meine, wir haben eh noch genug Zeit. Das ist das, unser Glück. Oh no, oh no. Okay, Steuerung, ganz wichtig. Nicht runterjumpen. Ja, nicht runterjumpen. Ja, gut, okay. Feuer kann ich mir ein bisschen erlauben, sagen wir es mal so. Den hier, den dafür nicht. Also du gehst sofort da runter. Nee, okay, nee, ich laufe. Warte mal, bin ich da oben dann nicht schon am Ziel? Ich bin tot gleich. No way! Scheiße, Alter! Okay, ich vergesse die 100 Münzen lieber. Machen wir die 6 Sterne so ein bisschen... Vor allem jetzt bin ich sogar im Vulkan, wo ich wieder drin spawn. Okay, also wir müssen das jetzt sogar machen. Gut, dann machen wir das.
An der Stelle aus dem Vulkan raus kommt man nicht mehr. Ja, die Falle sieht man auch ganz gut, weil das ein bisschen so einen Riss hat. Aber ich glaube, ich werde die Bullis wahrscheinlich auch klatschen müssen und diese einzelnen Münzen, die da auf der Lava sind. Nur da muss ich halt nochmal überlegen, wie man die überhaupt bekommen hat. Hä? Achso, okay. ich glaube, da ist der eine Bulli gerade weg. So, das hat mit Präzision zu tun. Und wenn es geht, nicht mit vorbeispringen. Okay, der Fall in die Lava war, glaube ich, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Weil dadurch ist mir sogar ein Lebenspunkt erspart geblieben. Denn von einer hohen Plattform gleich hier runterfallen, das sind ja 4 Schadenspunkte, also die Hälfte. Aber das mit den Stangen muss ich mir jetzt irgendwie überlegen. Wie mache ich das am besten? Und zwar so, dass ich wirklich treffe. Ja, so auf alle Fälle nicht. Ich glaube, ich bin gleich direkt wieder down. Okay, einen habe ich noch. Ein Lebenspunkt. Habe ich einen Notfallplan? Nee, gerade nicht. Also eigentlich hatte ich mir die Lava-Welt einfacher vorgestellt. An der Stelle, ich möchte nicht so einen Scheiß jetzt wagen wie bei der Winterwelt. Sprich XXL-Folge, weil Dummheit. So, noch einen Fall überlebe ich nicht. Ganz egal wie. Jetzt aber, jetzt aber. Zack. Gut, das One-Up kriege ich, das kann ich gebrauchen. Und ich bin hier. Okay, passt. Dann nehme ich den einfach mal mit. Ich wollte das nur mal checken, wie viele Münzen da drin zu holen sind. Leider nicht so viele, wie ich dachte. 20 sind es da mal. Mit dem anderen Weg werden es wahrscheinlich auch nochmal 10 bis 15 sein. Boah, es wird arschknapp. Ja, ich muss auf alle Fälle die Bullis wahrscheinlich auch besiegen nochmal alle. Aber egal, 4 Sterne haben wir schon mal. Also ich bin mit, also 6 Sterne Schnitt, wie gesagt, wäre mein absolutes Mindestziel. Tanze auf dem Baumstamm. Nochmal das. Ja, aber jetzt ohne Witz. Hä, wie soll das funktionieren? Vor allem die Fläche, was waren da nochmal? Springe auf den funkelnden Panzer. Der Krötensurfer eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Ja, der ist gut. Der ist nämlich noch gar nicht da. That's the problem. Ja, spring auf den Panzer. Ja, welcher denn? Lol, da hinten ist auch noch. Lol, da hinten ist noch ein Auge. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Das war nicht am Plan. Und da sind auch nochmal Münzen. Ich bin so ein Vollidiot. Warte mal, ist das hier auch nochmal ein Stern? Okay, gut, also wenn ich alle Münzen mit einberechne, die ich jetzt schon gesammelt. Okay, vielleicht probiere ich das mit den 100 Münzen doch nochmal. Jetzt dann beim letzten Stern, weil da muss ich nochmal in den Vulkan noch rein. Jetzt erstmal die Hölle hier schaffen. Aha, und jetzt kommt das eigentlich Lustige. Ich bin gerade eher am Überlegen, lohnt es sich wirklich da jetzt rüber zu springen oder nicht einfach gleich direkt mit der Lava? Aber ich würde sagen, ich nehme die Zeit, die ich brauche, weil das ist halt natürlich absolut instabil. Ich würde sagen, der früheste Sprung, der möglich ist, abspringen. Nein, 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 nicht zurück, nicht zurück. Der geht automatisch zurück. Ich springe ab, komm. Ja, okay. Oh. Give it to me. Ja, ja. Komm, wir machen die 40 voll. Jungs, das wäre geil. An der Stelle 6 Sterne stimmt natürlich sowieso nicht, weil ich müsste dann 42 haben. Dann müssen wir noch ein bisschen nachholen. Gewinne im Vulkan an Höhe. Gut, das sollte das wenigste Problem sein. Hä? Ach lol, jetzt ist da eine Box. Okay. Ich glaube, jetzt sollten die jetzt sollten die 100 Münzen das geringste Problem sein. Ja gut, okay. Okay, vielleicht auch nicht. Das war jetzt geil. Das war jetzt wirklich gerade geil. Ich glaube, damit habe ich jetzt ein paar Münzen schon verspielt. So, liebes Auge, kannst du mich bitte fokussen?
Vielen Dank. Also da ein Auge, da drüben ein Auge. Der hat 16 Münzen nur bei den Bullies. Dann die natürlich hier. Das war Fail. Ja gut, wie gesagt, aufgrund der das so komisch packt, kannst du das kaum erkennen. Welcher da sich als nächstes verschiebt von den Anliegenden. Wartet hier. Genau, die nehme ich sofort. Bin ich wieder bei 31. Leck mich doch. Bin ich wieder bei 31. Nein, 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 nein. Fuck. Für mich ist das ehrlich gesagt wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Beim DS-Teil war ich lange nicht so lausig. Gut, ich probiere das jetzt nochmal mit dem grünen Panzer und ich hoffe, diesmal mache ich es auch richtig. Das gefällt mir schon besser. Ja, ihr seht richtig, mit dem grünen Panzer kann man tatsächlich über die Lava flitzen. So, wo hatten wir jetzt aber die Stellen mit den Münzen? Da vorne ist was. An der Stelle natürlich nicht abkacken. Hier war was? Lol, hier war so eine Box. Hört der Panzer auch irgendwann auf? Ich weiß es gerade nicht. Falls ja, dann sollte ich natürlich jetzt schnellstmöglich irgendwie einen sicheren Ort suchen. Ja, das ist 17 Münzen, das ist zu wenig. Hier waren auch nochmal Münzen. Fuck! Rett dich, Mario, rett dich. Okay, passt. Ich weiß nicht, warum er da jetzt abgebrochen ist. Da können wir wahrscheinlich nicht mehr die Entwickler erklären, warum der da abbricht. Okay, jetzt aber Ruhe bewahren. Mann, ey, ich krieg hier einen Anfall! Das ist halt leider echt so ein Scheiß. Manchmal verliert man auch den Panzer einfach ohne Grund. So wie hier gerade. Gut, mit einem simplen Sprung klappt es dann natürlich auch. Also man kann ja abbremsen, stimmt ja. Da war ja was. So, die kann ich mir gechillt holen, ja. Ich sagte gechillt holen. Nein, 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 nein. Lol, beim Auge. Ah, okay, jetzt ist es abgebrochen, aber bei dem Auge ist auch was. Mit 8 Münzen. Gut. Das war schon wieder scheiße. Aber ich bin da. Damit bin ich zufrieden. So, was gibt es jetzt nochmal ganz schnell zu holen? Also, wie gesagt, ich muss in den Vulkan. Das heißt, so viele Münzen wie es geht jetzt sammeln. Es würde mich auch interessieren, warum der Kollege da immer rüberlenkt. Manche würden sagen, ja, es ist einfach mein lausiger Skill, aber manchmal lenkt er, manchmal sind es einfach wirklich nur mein Controller. So, hier wieder Full Life holen. Ganz, ganz wichtig. Viele Möglichkeiten gibt es gar nicht mehr. So, das ist ja die Federkappe, oder? Tatsächlich. Die gibt's hier, ich wusste ich gar nicht. Ja, was tue ich damit jetzt? Ich meine, viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht mit der Federkappe, außer Vulkan. Aber okay, mit der Federkappe wäre es aber tatsächlich möglich gewesen, zu dem Baumstamm rüber zu fliegen. Na, ich gehe jetzt erstmal in den Vulkan wieder rein. Wehe, wehe, wehe. Okay. So, hier auf dem Weg waren viele Münzen. Und da, wo dann der Stern ist, sind sowieso mal auch einige. Das heißt, ich muss das natürlich jetzt perfekt timen.
Der Part wird natürlich jetzt heute ein bisschen länger. Das ist mir leider schon bewusst, aber alle 100 Münzen, die ich habe, die brauche ich später nicht mehr sammeln. So, ich stehe jetzt bei 90. Hier bei 95. Gut, nehme ich in Kauf. Vor allem, wenn ich danach sterbe, ist das für mich sogar okay. Der letzte Stern, den ich nämlich jetzt sammeln musste, ist nämlich dort drüben auf der anderen Seite. Genau hier auf dieser beweglichen Plattform. So, und jetzt nicht verkacken. Und sag mir bitte, da waren jetzt Münzen am Weg. Ich könnte mich erinnern, da waren welche. Weil sonst ist das belastend. Komm, da waren welche. Hundertprozentig. Wenn sie jetzt um 4 nicht ausgeht. Du verarscht mich, Spiel, du verarscht mich. Da waren doch immer Münzen. Da waren doch immer Münzen. Das Spiel verarscht mich. Es ist offiziell, das Spiel verarscht mich. Ja, gut, okay. Ich glaube, da haben wir echt die 100-Münzen-Challenge ganz knapp verkackt. Digga, das ist gerade so belastend. Aber es ist möglich auf alle Fälle. Man muss halt nur mal einen guten Try haben. Die Federkappe selbst bringt by the way nicht wirklich was. Ich weiß wirklich nicht, für was man die brauchen kann, außer für den einen Stern. Okay, ich bin da. Kletter hoch da, kletter hoch da. Hier sind Münzen, hier sind Münzen. Fuck you. 99. Ich spring runter. Ich kill jetzt einen von den Bullis. Ich box den jetzt da runter. Ganz egal, was es kostet. So, und du gehst jetzt hier mit. Hallo. Bulli? Mir gerade, wo guckt denn der hin? Nee, sag nicht, der ist darauf einprogrammiert, dass er da oben bleibt. Lächerlich. Alter, nein, ich hätte eine Münze mehr sammeln müssen. Ja, gut, okay. Dann vergessen wir die 100 Münzen. Dann werden wir die doch in einem extrigen Part machen. Oder zumindest dranhängen. Alter, eine scheiß Münze hätte ich mir sammeln müssen. Draußen zumindest. Also, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Fuck me. Fuck me! Mamma mia! Ich bin gerade echt am Überlegen, ob das wieder ein Cut wird. Ich bin gerade echt am Überlegen. Aber scheinbar, also an der Stelle für alle, die Skill-Gameplay hier von Mario 64 erwarten, nee, nee, vergesst das. Vergesst das bitte einfach. Da hätte ich die DS-Version rauspacken müssen, dann ja, aber sonst, nee. Ja, ist jetzt so, 2000er-Kind, ihr wisst schon. 2000er-Kind eben. So, du hältst dich da jetzt fest, vor allem, ey, dass ich das da oben auch noch geschafft habe. Hier mit den Flammen. Ich war auch hier fest davon überzeugt, dass ich einfach runterfalle. Oder einfach getroffen werde von dem... Apropos runterfallen, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, wunderbar. Wunderbar! Wenn wir schon beim Thema runterfallen sind. Fuck it! Fuck it einfach!
Darf ich bitte einfach heulen? Ey, ohne Witz, Leute, ich habe einen halben Übermüdungsbruch. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich gerade so scheiße bin, aber nee. Ich übertreffe mich hier schon wieder selbst. Hey, beim ersten Mal die 8 scheiß roten Münzen in der Winterwelt und jetzt auf einmal, also am Pipperberg genauer gesagt, und jetzt hier die 100 Münzen und dann noch der letzte Stern, so. Kamera steht, wenn du da jetzt runter... Ich krieg hier zu viel. Jetzt läuft der einfach wieder runter. Ja, lass dich halt in die Lava versenken, von mir aus. An der Stelle rudert der Aufnahme mittlerweile bei 32 Minuten. Nee, es wird nicht ganz so veröffentlicht werden. 32 Minuten, ne? Davon alleine 15, jetzt für den letzten Stern, weil ich ja die 100 Münzen ranhängen muss. Leck mich doch, warum springst du da schon wieder runter? Ich finde das an der Stelle gar nicht mehr lustig jetzt. Auch wenn es so scheinen mag, dass ich es lustig finde. Nee, ich finde es nicht lustig. Ich finde es gerade wirklich nicht lustig. So, last try. Wenn du da jetzt runterfällst, Mario, dann ich schwöre dir. Ja, was war jetzt die Komplikation? Ohne Witz, was war jetzt die Komplikation? Das weiß ich selbst nicht. Ich war die Komplikation, nicht mehr und nicht weniger. Alter, ich hab die Welt deswegen als erstes gespielt, weil ich die cool in Erinnerung hatte, weil die immer Spaß gemacht hat. Das war gerade alles andere als Spaß. Boah, Alter, und hier kommen aber noch zwei weitere Welten, die mich auf alle Fälle mindestens einmal abfacken werden. Also wenn ich hier raus bin, ey, ich bin glücklich, Leute. Also, bis zum nächsten Part, ich muss das jetzt erstmal wieder verdauen. Also, ciao, ciao.